Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wundert euch bestimmt, was diese wunderschöne dekorierte Box hier soll. Also, da habe ich mir auch schon was bei gedacht. Ich habe nämlich ein paar Sparspiele und Challenges gekauft über Etsy. Die wollte ich euch gleich mal vorstellen. Und diese Box, das ist eigentlich eine Teebox, die habe ich im Kick gefunden und dann mit ein paar Glitzersteinen verziert. Und ja, die möchte ich dann auch noch befüllen. Aber erstmal fangen wir an mit der Bestellung. Da wollte ich euch nämlich die ganzen Spiele und Challenges mal zeigen, für die ich mich entschieden habe. Und was ich damit alles vorhabe, das seht ihr dann nachher noch in meinen weiteren Videos. Aber jetzt packen wir erstmal aus. Die stelle ich mal zur Seite. Und dann fangen wir hier mal mit dem ersten Paket an. So, ich finde das ja immer ganz niedlich, wenn die, die kleinen Päckchen ankommen von den Etsy-Verkäufern und wie das immer hübsch verpackt ist. Es ist immer, als wenn ich ein kleines Geschenk aufmache. So, hier habe ich ein kleines Goodie im Säckchen, also einmal einen Würfel und eben ja, ein bisschen Naschi. Das geht immer, ne? Das finde ich richtig gut. Und einen kleinen Würfel, weil es nämlich auch Würfelspiele sind. So, und dann gucken wir mal. Das ist die Spar-Challenge oder das Sparspiel. Elena und die mystischen Federn. Ich packe das gleich mal aus. So. Wollen wir mal gucken. Also ich habe das vorher noch gar nicht ausgepackt oder angeguckt. Das habe ich mir extra aufgehoben für das Video. Ach, hier sehen wir noch eine kleine Feder. Genau, also hier haben wir einen kleinen Stern drin, ein Magnet, das ist dann der Spielstein. Und einen kleinen Aufkleber mit einer Feder. Das hier ist das Deckblatt. Dann haben wir hier den Spartracker. Und hier ist das Spielfeld. Und die Anleitung. Finde ich richtig schön. Also ich liebe das ja, wenn diese Sparspiele so mit Glitzerfolie einlaminiert sind. Ich weiß gar nicht, ob man das gut erkennen kann, aber es ist auf jeden Fall richtig schön anzusehen. Hier ist nochmal eine Feder. Hier haben wir ein paar Spielkarten. Ja, die sind auch also wirklich, wirklich eine tolle Qualität und auch eine schöne Farbkombination. Wirklich schön. Hier sind auch noch mal Karten. Und hier haben wir noch mal die Lose für die Würfel-Challenge. Genau. Also ich habe nämlich die Elena und die mystischen Federn mit der Erweiterung gekauft. Also ich habe das komplette Set mir ausgesucht. Es gab auch nur noch eins und da dachte ich, jetzt muss ich mal zuschlagen. Und ich finde das auch richtig schön. Also ich freue mich schon, wenn ich damit anfangen kann zu spielen. So, das packen wir jetzt erstmal wieder ein. Also wirklich richtig, richtig hübsch. Das fand ich richtig toll. So, dann habe ich hier ein Paket. Das ist jetzt hier von Budget Magic. Da muss ich auch nochmal reingucken. Also das war, glaube ich, eine etwas größere Bestellung. Also wenn ich jetzt nicht gleich sage, von wem das ist, schreibt mir ruhig in den Kommentaren, welche Challenge oder welches Spiel euch interessiert. Und dann antworte ich, von wem das war. Weil das ist jetzt auch ein bisschen schwer bei der Menge, das auseinanderzuhalten. Auf jeden Fall ist das richtig hübsch wieder eingepackt. Auch mit dem Seidenpapier. Wirklich schön. Das lege ich auch mal zur Seite. So, hier seht ihr schon, das ist ein Riesenstapel. Hier habe ich einmal Würfel dazu bestellt. Dann, ja, das ist eine Packung mit Naschis, auch süß. Extra von ihr selbst hergestellt. So, eine Dankeskarte und noch mit einer Challenge zum Spielen als Goodie. Auch total niedlich. Leg das mal so hin.
Hier auch noch mal eine Dankes-Challenge. Nutze einen Würfel deiner Wahl. Auch zuckersüß. Und das finde ich auch total niedlich. So, das ist... Ups. Ich muss mal ab und zu mal ein bisschen unterbrechen, weil ich nicht alleine bin. Meine Kleinste ist nämlich da. Ja, na gut, jetzt machen wir mal weiter. Das ist auch eine, auch eine bunt gemischte Challenge mit Würfeln und Beträge abstreichen. Spare jede volle Stunde. Ah, auch richtig niedlich. Und das auch als Goodie. Also vielen, vielen Dank. Das ist richtig, richtig süß. So, dann habe ich mich hier für die 4 Challenges mit den Früchten entschieden. Die fand ich auch total niedlich. Ich mache mal die mit den Kirschen auf. Da gibt es einmal Lose dazu. Und wir schauen uns einmal die Klappkarte an. Das ist nämlich eine Dreier-Klappkarte. Und hier seht ihr richtig leckere, ja, ist das ein Cherry-Eistee, würde ich jetzt mal sagen. Ein schöner Kirsch-Eistee. Und dann haben wir hier noch ein paar leckere Donuts. Richtig super lecker. Die fand ich so richtig schön spritzig, sag ich mal, jetzt für den Frühling und für den Sommer zum Besparen. Und da kann man einmal eben die Tombola spielen mit den Losen. Man kann rubbeln, man kann die Beträge abstreichen und würfeln. Genau, fand ich richtig süß. Hier ist auch gleich der Tracker mit bei. 2 Seiten und hier ist die erste Seite. Richtig schönes Design. Mit den Losen zusammen. Also das finde ich richtig toll. So, ich packe das mal wieder rein. Ich muss nur mal sehen, wie ich das nachher alles auseinanderhalte. Aber dafür habe ich ja vorhin schon gezeigt, habe ich diese schöne Box. Ja. So, jetzt geht's weiter. Das hier ist die mit den Brombeeren. Brombeeriges Vergnügen. Klingt auch total spannend. Und sieht auch wieder richtig schön aus, muss ich sagen. Ich klappe sie mal auf. Ja. Gefällt mir richtig gut. Also, ich muss sagen, auf den Sparspiel- oder Challenge-Markt oder das Thema Umschlagmethode, da hat sich ja so viel getan. Ich finde, das sind schon richtige Profis am Werk mit ihren Designs, ne? Also das, was man jetzt hier so alles sieht, sieht wirklich sehr professionell aus und richtig schöne Qualität. So. Das sind auch wirklich so die ersten Sparspiele mit mehreren, sag ich mal jetzt, Aktivitäten, die ich bestellt habe. So, jetzt packe ich mal die aus. Limettensüßes Vergnügen. Mhm. Ja, die klingt auch gut. Ja, hier hat man dann wieder einen Limettentee, dann ein paar Süßigkeiten und eben einen Stand mit Limetten. Richtig schön. Finde ich auch richtig gut. So, jetzt mache ich mal weiter. Das ist das Himbeersüße Vergnügen. Die klappe ich auch nochmal auf zum Angucken. Also Himbeeren liebe ich ja auch. Die gehen immer. So, genau. Also hier sieht man auch wieder eben die schönen Rubbelfelder. Die Würfel-Challenge. Ne? Dann die Tombola. Genau. Richtig schön. Und hier sehen wir noch einmal das Blatt, also das Deckblatt sozusagen. Und den Spartracker, der dabei ist. Richtig schön. Finde ich total niedlich. Und vor allem finde ich auch so schön, dass man selbst, dass man da keine festgelegte Summe hat. Man kann sich aussuchen, welchen Würfel man nimmt. Ne? Je nachdem. Oder ob man losnimmt, ob man die gesamte Zahl nimmt, die dort gelost wird. Oder eben die Quersumme. Finde ich richtig gut. So wie es gerade passt. So, jetzt packe ich hier nochmal ein Tütchen aus. Das war auch dabei. Ah ja, das war ein Sparspiel als B-Ware. Und hier ist es auch eben, dass man alle möglichen Sachen hat. Nutze einen Würfel deiner Wahl, dann kann man hier eben die gewürfelte Zahl hinschreiben und sparen. Ne? Dann ist hier die Anleitung, wenn man den Adler hat, gehe zurück zu Start. Möchtest du jedoch hier stehen bleiben, zahle 10 € für dein
Bleibrecht. Und wenn man den Elefant hat, kann man hier was von den Tatzen ausmalen und den Betrag sparen. Ich mache das jetzt nochmal auf, damit wir noch einmal das Spielfeld angucken können. So, genau. Finde ich, sieht richtig gut aus. Auch fässt sich auch schön an. Es ist wie Fotopapier. Hier ist auch gleich der Spielstein oder der Magnet. Richtig schön. Warum das jetzt eine B-Ware ist, weiß ich gar nicht. Ich finde das eigentlich auch perfekt. Ich kann nicht sagen, was jetzt hier dran nicht stimmen sollte. Ne? Also wirklich auch wieder eine sehr, sehr schöne Challenge. Oder ein schönes Sparspiel, besser gesagt. Ich bin schon richtig gespannt. Also ich habe ja so noch gar keine Sparspiele gehabt. Nur mal ein paar Challenges zum Ankreuzen und das war's dann. Aber das ist natürlich, ja, mal was Schönes. Was Abwechslungsreiches auf jeden Fall. Genau, so, das war einmal die Bestellung. Das packe ich jetzt auch mal zur Seite. Von Budget Magic. Also vielen lieben Dank auch für die Goodies und für die Gummibärchen. Finde ich richtig, richtig toll. So, jetzt komme ich hier zu der Box. Das hatte ich schon mal ein bisschen gesammelt, die Bestellungen. Da sind auch von mehreren Etsy-Verkäufern Bestellungen drin und das packen wir jetzt mal nach und nach aus. So, hier habe ich wieder einen Würfel dazu bestellt. Das ist ein 12er Würfel. Ich habe versucht, dass ich von jedem mal so einen Würfel habe. Normalen, denn ich weiß nicht, was gibt es alles? 10er Würfel, 12er Würfel, 20er Würfel, ich habe keine Ahnung. Also muss ich selber erstmal gucken. So, packen wir das erstmal aus. Auch wirklich süß, dass immer diese Tütchen mit dabei sind. Die habe ich sonst immer für die ganzen Goodie-Bags. Also ein bisschen größer, wenn die Kinder Geburtstage feiern. Ja, so, gut. Also jetzt gucken wir mal. Das ist hier... ja, eine Karte von Sensi. Ja, da bin ich jetzt kein Kunde. Gut, aber wir schauen jetzt mal, was ich denn hier Schönes habe. Das ist ein Platzhalter und das ist auch sehr schön als Goodie. Den habe ich nicht bestellt. Finde ich toll. Vielen Dank. Das ist auch eine Spar-Challenge als Dankeschön zum Würfeln. Und man kann hier 44 Euro sparen. Auch vielen, vielen lieben Dank dafür. Freut mich richtig. Also, ja, von Sally und Tommy, ne? Genau. Also wie gesagt, ich habe die Shops jetzt zum ersten Mal alle mal durchgeguckt und eben das, was mir gefallen hat, direkt bestellt. Sowas finde ich auch immer toll, so Magic und Hexengeschichten oder ja, irgendwie auch so mit Prinzessinnen und Glitzer und so. Oder auch diese Farben, finde ich toll, hübsche, hübsche Bilder. Das ist jetzt hier auch so eine Klappkarte und da kann man eben auch mehrere Sachen machen. Einmal die Beträge abstreichen, würfeln, wie man möchte, und rubbeln. Die Beträge sind auch nicht ganz so hoch. Und hier hinten haben wir nochmal eben den Spartracker. Also es sieht richtig schön aus. Finde ich richtig toll. Und die fand ich ja auch total süß. Da habe ich mich für beide entschieden. Also wir lieben ja Katzen. Und ich finde auch gerade so mit Süßigkeiten, das geht auch immer. So, und das hier ist eine Würfel-Challenge. Da schreibe ich dann den Betrag hin. Und hier habe ich die... Na, den Spartracker. Ich zeige euch das nochmal, wie süß das Design ist. Richtig niedlich. Und hier habe ich nochmal eine Rubbel-Challenge, auch mit den süßen Katzen und den ja, Bonbongläsern und Lutschern im Hintergrund. Richtig schön. Und hier haben wir auch nochmal den Spartracker. Ja, auch so eine schöne Bestellung. Toll, freue ich mich richtig. Richtig toll. So, dann packe ich das nochmal wieder hier in die Tüte, dass ich das nachher auch gut verstauen kann. Die Würfel will ich nachher alle in meine neue Box packen. Und die Lose, da muss ich mal sehen, ob ich das irgendwie beschrifte. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Das ist auch total niedlich. Von Kaffee und Quatsch. Süß verpackt. Hier haben wir Lose. Für die Neon-Challenge, das steht schon drauf. Dann noch einen schönen Neon-Würfel, also das passt natürlich sehr gut. Dann noch den Spielmagneten
Und hier, genau, für mein Zirkusspiel. So, da bin ich jetzt wieder. Genau, die Bestellung ist von Kaffee und Quatsch. Ich mach mal auf. Das ist ja auch, war auch ein bisschen mehr. So, und hier sieht man wieder Neonlight. Da gehört also dieser schöne Würfel dazu. Ja. Gucken uns mal die Karte an. Auch richtig schöne Farben. Genau, und von innen auch richtig toll. Ein paar Cocktails, ein paar Laternen. Ne? Dann noch die Katze von der Hexe. Richtig schön, ein paar Edelsteine hier unten. Richtig toll. Ja, und hier kann man auch wieder rubbeln. Oder man würfelt wieder einen Betrag. Man zieht Lose. Genau. Oder man streicht einfach die Beträge ab. Hier unten zum Beispiel auch. Finde ich richtig toll. Und hier hat man nochmal den Spartracker. Wirklich schön. Gefällt mir richtig gut. So, und das hier ist ein Sparspiel. Das fand ich auch total schön. Ein Zirkusspiel. Das heißt Zirkus Caselli. Fand ich richtig gut. Da gibt es wieder ein Deckblatt dazu. Dann ein Spartracker. Dann eine Rubbel-Challenge. Und das ist das Spielfeld. Das ist einlaminiert, gelocht. Und hier hinten ist die Anleitung. Ja, also da bin ich auch schon gespannt, wie das dann funktioniert. Ja, finde ich richtig schön. Also so Zirkus finde ich natürlich auch toll. Bin ich immer ein Fan von. Und hier habe ich nochmal eine kleine Büroklammer bekommen. Ein Osterhäschen als Goodie. Und von Kaffee und Quatsch, Tanja heißt sie, nochmal eine liebe Dankeskarte mit hübschem Blumenprint. Also wirklich toll. Und hier hat sie mir nochmal eine Thank You Challenge reingepackt. Auch richtig süß. Finde ich total niedlich. Ja, vielen, vielen Dank. Also freue ich mich richtig doll. Finde ich total klasse. Also ich freue mich auch schon auf das Einrichten. Das wird was werden. Ich gucke hier nochmal rein. Und die Säckchen, die finde ich ja auch so süß. Mit dem Print. Und auch mit den Schmetterlingen. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Richtig schön. So, hier haben wir einmal die Lose. Für die Neon-Challenge und für das Zirkusspiel. Da freue ich mich schon. Vielen, vielen Dank. Richtig toll. So, jetzt geht's weiter. Hier ist auch nochmal ein großes Päckchen. Eieiei. Auch wieder schönes Seidenpapier. Muss ich das mal... Leider geht das immer so schnell kaputt. Da, jetzt ist es passiert. Naja, okay. Aber uns interessiert ja auch mehr der Inhalt. Ne? Ups. So. Gut, also hier ist eine Dankeskarte von Mrs. Minimi. Genau, ich habe ja schon öfters mal auf Instagram verfolgt, was sie so macht. Ich finde ja diese Sticker immer so toll. Auch mit Glitzer. Richtig schön. Genau. Machen wir das mal auf. Oh, hier hat sie mir noch ein paar Sticker reingepackt. Auch sehr schön. Und einen kleinen Bonbon. Das ist ja auch süß. Da steht in ganz vielen Sprachen Danke drauf. Finde ich auch richtig niedlich. Na, super. So. Und ich habe mich entschieden, also ich habe ja auch noch ein paar andere Sachen von ihr im Warenkorb. Aber ich wollte jetzt erstmal einmal dieses limitierte Sparspiel anschauen. Weil wir auch Katzen haben und ich finde Katzen so süß. Und sie hat nämlich so ein schönes Spiel entworfen. Mit ganz vielen hübschen Katzen. Und das heißt Samtpfötchen. Ich finde das so schön. Und auch die Qualität ist wirklich toll. Hier ist die Anleitung. Richtig schön. Hier hat man noch ein paar... Ja, das sind die Kärtchen. Achso, dieser Tracker. Ja, da habe ich mir auch extra schon Stifte bestellt, dass ich das beschreiben kann. Das hatte ich nämlich schon gesehen, dass die alle laminiert sind. So, hier hat man die Rubbel-Challenge und hier, genau, zum Würfeln. Ne? Dann trägt man eben dort den Betrag ein. Richtig schön. Ne? Also schaut nochmal. Richtig schön. Also ich glaube, das ist jetzt auch ausverkauft. Aber was auch kein Wunder ist. Ne? Ich glaube, wir stehen alle auf so ein, ja, so ein bisschen auf Kitsch. Und Katzen gehen sowieso immer.
So, und hier ist noch ein Tütchen mit bei. Da haben wir einmal einen Würfel und die Spielkarten. Die sind auch zuckersüß. Ganz niedlich. Ach ja, und hier stehen Aufgaben drauf. Kennt ja auch jeder, ne, der Katzen hat. Kaufe neues Katzenstreu. Habe ich gerade letztes Mal gemacht. Oder kaufe mir Leckerlis. Ja, das gibt es auch. Kuschel mit mir jeden Tag. Geh 3 Felder vor, geh 3 Felder zurück. Ja, richtig schön. So, das waren die Karten. Und hier hat man nochmal so kleine Lose drinne. In Kapseln. Auch eine süße Idee. Habe ich letztes Mal gerade auf AliExpress gesehen, dass es sowas gibt. Ja, genau. Rosane Kapseln mit Losen drin. Und hier unten ist noch der Spielstein. Ich glaube, das ist aber nur ein Magnet. Oder ist da auch ein Bild? Muss mal schauen. Nee, ein Magnet. Mhm. Gut. Na, prima. Da freue ich mich auch schon. Auf jeden Fall finde ich die Farben alle total schön, was sie immer hat. Sie ist ja immer so rosa, lila angehaucht. Also wirklich. Und dann auch noch mit Glitzer. Das sieht man schon an der Verpackung. Richtig schön. Freue ich mich. Vielen, vielen Dank für das schöne, ja, man kann auch wirklich sagen, liebevoll verpackte Paket. So, jetzt geht's weiter. So. Hier war so eine Tüte. Das ist auch eine schöne Bestellung. Ah ja, das muss ich mal aufmachen. Fangen wir erstmal mit der Tüte an. Ja, leider muss ich das alles wieder aufreißen. Aber so ist das mit den Aufklebern. So. Gut, also hier habe ich bei Finanzplane Ninas Kreativstübchen bestellt. Auch sehr süß. Also das ist ja auch toll. Das kann man gar nicht so richtig erkennen. So ein schöner Glitzeraufkleber. Die liebe ich ja auch. Finde ich toll. So, dann haben wir hier noch eine kleine Büroklammer. Ein Herz. So, dann eine Dankeskarte. Das ist nochmal so ein kleiner Flyer. Und hier geht es einmal los. Ah, das ist ein Goodie gewesen. Das habe ich nicht bestellt. Aber auch vielen lieben Dank dafür. Eine 1-Euro-Challenge. Und insgesamt kann man 80 Euro sparen. Prima. Vielen, vielen lieben Dank für die Goodies. Finde ich toll. Auch diese Aufkleber finde ich immer richtig schön. So, jetzt geht's weiter. Das ist meine eigentliche Bestellung. Wie man sieht, sind da auch wieder hübsche Bilder drauf. Ein paar Süßigkeiten. Ja, hier sehen wir einmal. Das ist eine, ja, eine Klappkarte zum Rubbeln. Hier ist der Tracker innen drin. Und hier hat man das wie einen kleinen Kalender. Genau, das ist wie so ein Kalender, wo man die kleinen Türchen öffnet. Ich mache sie jetzt nicht auf. Genau, und dann steht da ja ein Betrag hinter. Also da bin ich auch gespannt. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Finde ich total süß. Und diese Spar-Challenge heißt das Candy-Haus. Fand ich auch total cool. Ne, wer liebt sowas nicht? Ein Haus aus Süßigkeiten. Ne, genau das. Hier haben wir dazu die Sparlose. Und das hier. Das ist B-Ware gewesen. Da dachte ich, gucke ich mir das mal an. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine B-Ware, weil die Sterne jetzt nicht zusammen als Ganzes dort sind. Ne? Das ist zum Aufkleben so eine Sticker-Challenge. Sternentale. Achso, naja, und vielleicht, weil hier der Rand weiß ist. Das stört mich aber auch überhaupt nicht. Auf der Rückseite ist der Spartracker. Genau, auf jeden Fall freue ich mich hier schon drauf. Finde ich super. Hier ein paar Aufkleber aufzukleben. Denn, also ich habe mich hier für die bunten Sterne entschieden. Ich glaube, das gab noch goldene. Aber bunt finde ich auch schöner. Aber so wie es jeder mag, ne? Genau, also das war einmal die Klebe-Challenge.
Genau, das war die Bestellung. Super, freue ich mich auch schon. Das lege ich auch mal beiseite. So, jetzt geht's weiter. Das ist auch ein schönes Sparspiel. Da, wo wir uns wieder alle freuen, wenn es losgeht, nämlich die Kirmes. Ja, das ist ein Sparspiel über Kirmes Spaß von Budgeting with Love. Und hier hat man auf der Rückseite ja, die Anleitung. Finde ich richtig toll. Da gibt es auch dann wieder einen kleinen Magneten dabei. Dann noch ein paar Lose mit einem Würfel in so ein süßes Säckchen. Dann noch eine Dankeskarte und ein Spartracker, der beidseitig bedruckt ist. Ja, finde ich super. Freue ich mich. Hat mir auch direkt gefallen. Musste einfach in den Warenkorb. Ja, und wenn es erst im Warenkorb liegt, wisst ihr ja länger, man überlegt und überlegt und überlegt. Und zack, ist es im Briefkasten. So, das ist jetzt meine letzte Bestellung. Da gucken wir auch noch mal rein. Ich kannte sie vorher auch noch gar nicht. Noch gar nicht von Instagram und auch nicht von YouTube. Und irgendwie bin ich über Umwegen mal auf ein YouTube. So, da bin ich jetzt wieder. Also eben, wie es so manchmal ist, man erzählt, dreht ein Video und auf einmal hört das Handy auf mitzudrehen, weil ein Update angemeldet wird. Beziehungsweise es ist bald wieder Zeit für ein Update. Na gut, also ich habe jetzt gerade hier diese Bestellung ausgepackt. Und ich habe erzählt, dass ich sie jetzt vorher noch gar nicht kannte. Die Bestellung ist von Janina von Sparstrahl. Und dann habe ich mal durch Zufall eben ein YouTube-Video von ihr gesehen. Und dann habe ich mir gleich den Etsy-Shop angeguckt und mich sofort verliebt. Ich finde ja die Farben so süß. Hier ist ein schönes Sparspiel, die Wintercats. Finde ich total niedlich. Katzen und dennoch rosa. Dann noch so schöne süße ja, Kapseln mit Losen gab es dazu. Das ist das Deckblatt. Das ist, ja, gehört auch dazu. Ein Tracker. Das ist dann für die Würfel-Challenge. Hier für die Rubbel-Challenge. Hier ist auch nochmal ein Spartracker. Und hier ist nochmal eine Klappkarte. Buchstabensalat. Auch total süß. Und hier haben wir das Spielfeld. Rubbel ein Feld frei und spare den entsprechenden Betrag. Ach so, ja genau. Also man muss hier immer... Hier ist Start. Genau, also hier ist Start. Dann hat man hier verschiedene Spielfelder in verschiedenen Farben. Und auf der Rückseite sieht man, was man machen soll. Ne? Also gleich mit der Anleitung. Richtig schön. Hübsches Design. Und, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, die Glitzerfolie. Ich finde das so toll. Ich kann gar nicht sagen, ob das in der Kamera so rüberkommt. Auf jeden Fall ist es wunderschön. Richtig toll. Da freue ich mich auch schon. Also da habe ich auch eigentlich mehrere Sachen schon im Warenkorb von ihr. Aber erstmal wollte ich mal mir ein grobes Paket zusammenstellen von mehreren. Und einfach mal ausprobieren, was mir am meisten so gefällt oder welche Richtung. Ja, genau. Das ist meine Box. Und hier packe ich erstmal wieder rein. Hier hatte ich mir schon ein paar Stifte bestellt für die folierten Spartracker. Dann habe ich das auch schon mal parat. Ja, genau. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Beim nächsten Video werde ich vielleicht diese Box schon eingerichtet haben. Und mit euch die Sparbeine mit den schönen Challenges bestücken. Das hatte ich mir schon so überlegt. Ich habe auch verschiedene Ziele. Zum Beispiel, dass ich jetzt so eine Richtung 25.000 Euro Sparplan habe und Notgroschen. Dann noch ein geheimes Sparziel von 5.000 Euro. Naja, aber auf jeden Fall kommen jetzt noch ein paar Spiele an und Challenges. Das dauert noch einen Moment. Also ich denke jetzt Mitte nächste Woche. Das werde ich auch nochmal abdrehen. Und dann kommt die Bestückung der Challenge-Binder. Ich muss noch ein paar Deckblätter anfertigen. Genau. Und dann wird es auch bald soweit sein, dass wir mal die ersten Sparspiele zusammen spielen. Ich hoffe, dass ihr dabei bleibt.
dass ihr vielleicht gespannt seid auf das, was kommt. Ja. Achso, und von AliExpress habe ich nochmal ein paar schöne neue Binder bestellt gehabt. Richtig schicke Dinge. Also auch eben, ja, wie man sieht, mit Glitzer und Laserdesign und auch verschiedenen Mustern. Richtig schick. Also seid gespannt. Vielleicht guckt ihr beim nächsten Mal wieder rein. Wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne den Daumen nach oben. Und wenn ihr Fragen habt, wo ich nochmal die Challenges bestellt habe, dann schreibt mir das in den Kommentaren und ich antworte. Also vielen lieben Dank auch an die Etsy-Verkäufer für diese hübschen Päckchen. Macht richtig Spaß. Und ich sage auch, es macht süchtig. Man muss wirklich einen Ausknopf haben. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!